Folge Nummer 34 oder ist es schon 35? Weiß ich jetzt gar nicht. 35, Folge Nummer 35. Wir sind am Schauen, dass hier die Rohre fertig werden. Hier wird schön gearbeitet. Okay, das haben wir hingekriegt. Wie sieht sonst so aus? Hier oben war es kalt und Wasser und so. Ja, da ist noch nichts fertig. Hier muss noch reingearbeitet werden. Ach so, da sind noch Algen. Wir müssen noch mehr Algen haben. Sollten wir vielleicht noch was abbauen, damit wir die Sauerstoffversorgung besser hinkriegen. Ich glaube, wir machen das mal so. Bis dahin. Aber diese beiden, die nehmen wir erst nochmal weg. Hier, das machen wir Abbruch. Und da sehe ich gerade, hier ist ja auch nur normaler Ziegel verbaut. Und hier ist doch noch warm, oder? Ich glaube, das ändern wir mal gerade. Wir machen ja auch noch so eine Mauer rein. Das würde vielleicht Sinn machen, glaube ich. Okay, da wird die Leiter schon repariert. Das ist doch cool. Weil hier ist doch schon warm, siehst du? Hier schmilzt das ja immer. Oh, da ist gerade irgendwie Wasser mehr geworden, oder was? Okay. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Das ist schon mal hier gut. Kriegen wir alles hin. Kriegen die das dann da weg? Ja, es sind ja drei hoch. Und ich hoffe, die kriegen auch das fertig. Gut, dann kriegen wir noch Algen. Haben wir noch woanders Algen, die wir noch abbauen können? Hier wären noch Algen, ne? Sieht es denn da so mit Dingens aus? Okay, könnte man sich hinwühlen. Aber wo lang? Hier ist alles nicht so tolle Luft. Ich würde jetzt vorschlagen, das mal so abzubauen. Warte mal, das wird man alles auf einmal kriegen. Das geht so, so. Da kommen wir dann dahin, aber da kommen wir nicht so hin, ne? Okay, die waren flott. Dann können wir das auch noch gerade machen. Dann haben wir aber auch erst wieder ein paar Algen. Müssen wir weiter gucken, wie wir das da voranbringen. Essen, 8195, das ist gut. Aber ich glaube, wir haben hier nichts zu tun, ne? Ach doch, 15. Und da? Da ist nichts zu tun. Machen wir ein bisschen Eisen da. In der Hoffnung, dass das passiert. Weil wir brauchen noch hier Leitungen und so, ne? So, was machen unsere Kacheln hier? Sandstein fehlt da. Okay, wie ist denn die Prio hier? Zu niedrig in meinen Augen. Machen wir das. Das soll mal hier erst fertig werden. Warum waren die denn ja im Wasser hier, um was hier zu holen oder was? Ja, da liegt zum Beispiel Kupfererz, ne? Ja, da können wir auch was abbauen. Müssen wir mal gucken, dass wir es hinkriegen. Hier kommen sie auch gar nicht hin. Wird schon werden. Die laufen jetzt hier alle hin und machen was, oder nicht? Ah, jetzt wird da was geliefert. Ja. Mach mal die Kacheln hier fertig. Was ist das hier? Irgendwie so eine Schleimdistille oder eine Algendistillerie. Was, die braucht aber Schleim, ne? So war das. Wir haben ja kein Alge, Schleim zu Algen und Mandelschleim. Da müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen, weil wir brauchen ja noch Sauerstoff. Es ist nur die Frage, wo wir hier gerade Dingens haben. Da wäre eine Portion Schleim. Ist der denn kontaminiert? Nee, den könnte man abbauen. Hier sind natürlich noch Algen, ne? Komm, dann machen wir erst die da weg. Machen wir mit höherer Prio 7. Die gehen. Da ist Sand drüber, geht also nicht. Den und den können wir dann auch noch machen, aber den Rest nicht. Und dann können wir da noch zwei Ziegel verlängern, damit wir das haben. Und falls da Wasser durchkommt, eigentlich müssten wir das hier so zumachen, ne?
Und hier machen wir eine Mauer hin, falls das da mal runterrieselt, dass das da nicht reinläuft. Und das gleiche sollten wir vielleicht hier auch tun. Kommen die denn da hin? Ich glaube, mit einem wird es gehen, oder? Erstmal so lassen. Hier wird jetzt erstmal fertig gebaut, das ist gut. Ja, ich glaube, diesen hier, den haben wir falsch, der kann zerlegt werden. Weil da kommt ja auch nachher so ein Stein hin wie hier, damit das Wasser da sich sammelt und abkühlt. Wenn es denn funktioniert, was wir vorhaben, ne? Es dauert ewig, bis die fertig werden, weil diese Platten unwahrscheinlich lange dauern. Und Radiatorrohr, können wir das noch bauen? Ne, da sind noch keine Rohstoffe für da. Das soll ja hier noch weiter. Passiert denn hier was? Wo ist denn das? Da passiert auch gerade nichts. Wie ist denn die Prio? 6, machen wir auf 7. Und da auch. Okay, da wird jetzt tatsächlich gerade was gemacht. Jetzt die Frage, ob der effektiver ist, ne? Ah, wird auch gerade benutzt. Aber dann ist immer der Strom alle. Das ist unser Problem hier. Hier brauchen wir Erdgas für. Haben wir auch nicht. Was haben wir denn hier gebaut? Ein Juicer. Provides refreshment for duplicants on their breaks. Drinking juice increases duplication morale. Okay, wir haben ja 500. Die Reizungstemperatur von 7 automatische Eingänge aktiviert, deaktiviert. Muss da Wasser rein oder was? Okay, ist aber auch angeschlossen, das Wasser. Was fehlt dann noch? Außerhalb von Erholungsraum. Muss das ein Erholungsraum noch werden oder was? Strom fehlt da, oder wie sehe ich das? Ne, Strom ist auch da. Was braucht er denn dann? Achso, weil es kein Erholungsraum ist. Es wird empfohlen, dieses Gebäude innerhalb eines der... Raumstatus anzeigen. Ja, das ist zwar ein Raum, aber kein Erholungsraum. Dann brauchen wir einen Erholungsraum. Da. Keine industriellen Maschinen, Dekorationsgegenstand, Minigröße 12 Felder, maximale Größe 96. Wir brauchen also einen Dekorationsgegenstand da drin. Möbel. Okay. Da haben wir noch mehr von dem Zeug alles. Also das erste, was wir machen, ist einen Blumentopf hinstellen. Den basteln wir mal sofort in hoher Prio. Ich hätte gerne den Prio da auch gerade hochgesetzt für das Teil. Nee, auf 9 bitte. Dann müssen wir da noch abgraben. Damit die da hinkommen, ne? So geht's dann schon. Und dann müssen wir da oben noch Ziegel setzen. So geht's doch, oder? Machen wir die Schippe raus. Machen wir auch hoch. So, dann sollte das auch fertig werden. Jetzt wird aber geschlafen. Wie sieht's mit Essen aus? Oh, 5000 nur noch, wird weniger. Da wird gelaufen, damit Strom da ist. Forschung kriegen wir gerade nicht voran. Der heizt das auf jeden Fall auf. Ja, super. Hier ist jetzt schon wieder was runtergekracht. Ja, wird werden, oder? Ja. Hier ist ein Filter für dreckige Luft wahrscheinlich, ne? Ja. Hier ist alles voll Dreck. Die Frage, wann hier das voll ist. Aber wir holen das dreckige Wasser da eigentlich raus, ne?
Hier ist alles zu warm, das ist auch nicht gut. Läuft jetzt gerade nicht prickelnd, ne? Okay, da muss einer auf Toilette, sonst wird er ja weiterarbeiten. Essen. 98%, okay, das geht hier. Da kommt gleich was zu. Okay, hier wird sich in beider Richtungen die Hand gewaschen, naja. Mal schauen, oh, hier gibt's was zu machen. Ein Duplikant, Barney. Barney ist durch, hat keine Ozonzellen, das heißt für immer bessere Tragfähigkeiten. Alles ist gut. Gut. So, wie kommen wir weiter? Ah, da wird ja gerade gemacht. Die Erleuchtung. Nahrungsmangel aber steigt, ist schon interessant. Was macht denn unser Ding hier? Irgendwie geht das hier nicht voran. Okay, jetzt wird da gerade gemacht. Eisenerz zu Eisen. 8. Wieder kein Strom da. Das mit dem Strom ist ein Problem. Hier kommt einfach zu wenig Wasserstoff her. Aber hier gibt es Wasserstoff. Warum gibt es hier Wasserstoff? Können wir hier mal gucken nach Temperatur. Da ist es warm. Kann man irgendwo erkennen, dass hier der Sauerstoff oder der Dingens herkommt? Hier, oder? Ne, das ist Sand. Ist da vielleicht was hinter? Hier unten ist der Erdgaslot. Den müssen wir immer noch anbohren, ne? Hier hat man irgendwie sowas vor, ne? Eine Schleuse zu bauen. Kommen die da hin? Ja, ne? Wie ist denn hier mit dem Schleim? Ist der vergiftet? Ja. Na, hier kann man auch nichts aufwischen, oder? Leider nicht. Was mit dem Schleim da? Auch schlecht. Ja, also auch nicht dahin. Hier geht's ja voran. Wie weit ist denn der Anschluss mit der Pumpe, die wir da gebaut haben? Isoliertes Rohr. Von wo käme das? Das ist die Frage, ne? Ich glaube von da, ne? Das müsste ja von da ganz unten kommen, ne? Glaube ich. Ja. Und Strom. Ja, das hat gut geklappt. Nochmal das mit dem Strom. Diesmal bitte gerade. Die Maus springt netterweise. Machen wir da oben schon dran oder nicht? Ne, machen wir noch nicht dran. Bringt noch nichts. Da ist sowieso gerade abgekapselt irgendwo und ein Schalter oder sowas an. Oder läuft das nur mit dem? Ne, das läuft mit dem, okay. Wie ist denn das Stromnetz da? So, das hängt miteinander zusammen und dann kommt der noch dazu. Na, da ist so eine Batterie, ne? Die ist aber immer leer. Da wird jetzt was aufgestaut. Sauerstoffmangel da unten wieder. Ja, müssen wir gucken. Weiß ich auch noch nicht. Hier dauert es ewig, bis die fertig werden. Hier Radiator-Dingens.
Leitung kriegen wir auch nicht weiter vorangetrieben, weil noch kein Material dafür da ist. Ich weiß nicht, was hier die ganze Zeit gemacht wird, aber irgendwie reicht das nicht, was da passiert. Doof ist, dass da ständig die Dingens aus ist. Der Stromkreis, wie sitzt der da? Ne, nicht sanitär, Strom wollte ich haben. Der sitzt da auch dran, ne? Das produziert der doch. Da müsste doch immer Strom da sein. Da ist doch Kohle drin. Der läuft doch immer, solange die Batterie da ist. Forschung ist aus. Ach so, das geht hier hinten noch weiter. Alles klar. Okay, da sitzt alles dann da dran. Der ist aber schon aus. Die ist auch aus. Die Medizinstation, verbraucht die permanent den Strom oder nur... Komm, dann deaktivieren wir es gerade. Nochmal Strom bitte. Die Pumpe da läuft auch noch. Würde damit laufen, sagen wir es so. Rohr blockiert. Wird kein Wasser gebraucht da, oder wie? So, geht hier hin, geht hier hin, geht da lang, da lang. Da lang, zu den Feldern. Auch hier unten irgendwie hin oder so, keine Ahnung. Oh Mann, das ist complicated wieder, ne? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Ich glaube, hier haben wir das Problem, dass das in alle Richtungen angeschlossen ist, ne? Ja, war da gerade ein Jingle, dass da was Neues ist? Ja. Nochmal, was kommt denn hier? Arboreichel. Ich weiß aber nicht, wofür die gut sind. Und da ist ein Hilfspaket Kupfer. 400 Kilo. Ich möchte erstmal die Arboreichel wissen, was das ist. Da. An Arborbäumen wachsen Arborbaumäste, die für Holz geerntet werden können. Wachstumsanforderungen, Lebenszyklus 4,5 Zyklen, Temperatur 15 bis 14 Grad, Luftdruck mindestens 150 Gramm Erde, 10 Kilogramm Zyklus, verschmutztes Wasser minus 70 Kilogramm Zyklus, Holz 300 Kilogramm, Dekoration plus 15, Radius 2 Felder. Ich glaube, wir nehmen diese schicke Eichel. Weil dann kommen wir an Holz und dann haben wir irgendwo, verbrennen wir doch Holz, können wir da verbrennen und Energie erzeugen, oder? Los, lass uns die Eichel nehmen. Drucken. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier den... Zwei haben da auch noch. Miep kann hier seine Doktortätigkeiten machen und Bird... wird dann auch noch zum Arzt weiter ausgebildet, oder? Macht Sinn. Gut, erledigt. Sonst ist keiner. Fast. So, jetzt müssen wir nur die Eichel noch irgendwo einpflanzen. Ihr braucht schmutziges Wasser. Das finden wir ja hier. Temperatur für den Luftdruck mindestens 150 Grad, verschmutztes Wasser. Steht aber nicht, was für eine Luftdruck, nur mindestens 150 Gramm. Und das sollte in einer Farm passieren. Also so eine Hydrofarm brauchen wir dafür, ne? Ne, die war bei Nahrung, oder?
So, und dann ist die Frage, wo wir das hinsetzen, dass der Baum da wächst. Da oder da? Ich denke mal, ich pflanze den da ein. Und graben. Schmutziges Wasser ist schon da. Ja, müssen wir mal gucken. Der kann weg. Und die können auch weg. Und wenn ich das wegmache. Das kann alles weg. Und da können wir auch Ziegel hinsetzen. Dann können wir das wahrscheinlich auch aufwischen. Den können wir abbrechen. Und dann läuft's. Gut. Da kommt schon jemand und baut das ab. Das ist immer eilig. So, da können wir wahrscheinlich jetzt wischen, oder? Sieht gut aus. Ne, wischen. Nochmal Prio hoch hier. Und diese Tür hier muss abgeschlossen werden. Und dann müssen wir den Baum da hinkriegen noch. Wie ist denn mit Rohrleitungen? Ah, der Eingang zu diesem Raum ist blöd mit den zwei Schleusen. Schließ das mal ab. Da darf keiner reingehen, sonst haben wir die Suppe da unten. Wo kriegen wir jetzt das schmutzige Wasser her? Hier. Wo gibt es das schmutzige Wasser? Da unten. Kämen wir hier dran? Ne? So wird's gehen, oder? Den Raum von oben, denke ich mal, ne? Das abbrechen. Und da muss noch eine Leiter hin. Ziegelbau abbrechen, Leiter hin. So. Da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert, was wir da gerade vorhaben. Oh, hier ist schon fertig, cool. Na, dann geht jetzt die Reise hier oben weiter, ne? Sanitär, immer noch nicht. Ja, das ist jetzt hier doof, ne? Dass da nicht weiter produziert werden kann. Hier die Ziegel, da geht nichts voran. Ich setze jetzt mal auf 9. Ich will das jetzt wissen, dass das läuft. Ja, und dann abgebrochen. Naja, okay. Wir sind aber gut dran, denke ich mal. Machen jetzt hier erst wieder eine Pause. Müssen uns nächstes Mal halt darum kümmern, dass die Rohrleitung weiterhin fertig wird. Dass wir hier unseren Baum pflanzen können, ist wichtig. Und ja, Strommangel. Ach, guck mal, jetzt ist dieses Teil auch schon fertig geworden und braucht jetzt nur einen Datenanschluss. Okay, da müssen wir uns auch drum kümmern. Ja, da werden wir noch viel vor uns haben, aber. Essen sieht gerade gut aus, sogar über 10.000, das ist nicht schlecht. Steht zwar noch Nahrungsmangel, aber läuft. Ja, müssen wir gucken, dass wir es hinkriegen, ne, würde ich sagen. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare gerne willkommen, reinschreiben, was ihr so denkt. Und ja, teilt das unter Freunden, Verwandten, Bekannten und sonstigen Leuten, allen Kanälen, wo ihr es habt, dann freuen sich andere an diesem tollen Spiel. Alles klar, bis dann, macht's gut, tschüss.